Wenn du in Deutschland selbstständig bist, bist du entweder freiberuflich tätig oder aber gewerblich tätig. Und wenn deine Selbstständigkeit ein Gewerbebetrieb ist, dann musst du neben der Einkommensteuererklärung und der Umsatzsteuererklärung auch noch eine dritte Steuererklärung machen, und zwar die Gewerbesteuererklärung. Und für die Gewerbesteuer ist nicht das Finanzamt der Ansprechpartner, sondern die zuständige Gemeinde, also die Gemeinde, in der dein Gewerbe angemeldet ist. Du kannst die Gewerbesteuererklärung aber trotzdem über Elster online machen. Das ist ein großer Vorteil. Und das wollen wir in diesem Video einmal machen. Das heißt, wir loggen uns zusammen bei Elster online ein. Ich nehme dich mit auf den Bildschirm und wir klicken Stück für Stück gemeinsam diese Gewerbesteuererklärung durch. Aber bevor wir das machen, noch so ein kleines bisschen Theorie. Was passiert mit dieser Gewerbesteuererklärung, nachdem wir sie bei Elster online erstellt haben? Wir erstellen die Gewerbesteuererklärung, schicken dann auf Absenden. Und dann geht diese Gewerbesteuererklärung an das Finanzamt. Und das Finanzamt ermittelt dann den Gewerbeertrag, also den Gewinn. Und aus diesem Gewerbeertrag wird dann der Gewerbesteuermessbetrag berechnet. Und dann bekommst du vom Finanzamt einen Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag. Basierend auf diesem Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag musst du noch gar nichts bezahlen. Also daraus resultiert keine Steuer. Aber du kannst und solltest bitte dringend diesen Gewerbesteuermessbetrag in deiner Einkommensteuererklärung angeben. Denn du kannst die Gewerbesteuer, die du zahlst als Gewerbetreibender, in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen. Das führt dann dazu, dass du als Gewerbetreibender zwar eine zusätzliche Steuererklärung machen musst, also die Gewerbesteuererklärung, du aber unterm Strich in den meisten Fällen zumindest gar nicht mehr Steuern zahlst, weil du die Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen kannst. Und anrechnen kannst du bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags. Und genau dafür brauchst du diesen Bescheid, weil diesen Gewerbesteuermessbetrag, den hast du aus dem Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag. Das heißt, das bekommst du aus dem Finanzamt. Aber du bist nicht die einzige Person, die diesen Bescheid über den Gewerbesteuermessbetrag bekommt. Denn im Hintergrund schickt das Finanzamt diese Informationen über diesen Gewerbesteuermessbetrag auch an die zuständige Gemeinde, also an deine Gemeinde. Und diese Gemeinde berechnet aus diesem Gewerbesteuermessbetrag und dem für die Gemeinde spezifisch geltenden Hebesatz die zu zahlende Gewerbesteuer. Dieser Hebesatz, der wird von jeder einzelnen Gemeinde festgelegt. Der kann bei 300% liegen, bei 400% liegen, bei 450% liegen und so weiter. Das heißt, das legt deine Gemeinde fest. Und wenn du einfach mal googelst, deine Gemeinde plus Gewerbesteuerhebesatz, dann findest du auch heraus, wie hoch die Gewerbesteuer für dich in deiner Gemeinde ist. Das führt tatsächlich dazu, dass du in Deutschland in einigen Gemeinden einfach eine höhere Steuerbelastung mit Gewerbesteuer hast als in anderen. Also typischerweise ist zum Beispiel Leverkusen relativ günstig. Und andere Metropolregionen wie zum Beispiel München oder Berlin, Hamburg tatsächlich teurer in Deutschland. Und wir erinnern uns ja gerade, wir können bis zum Vierfachen des Gewerbesteuermessbetrags in der Einkommensteuererklärung anrechnen. Das heißt, wenn der Hebesatz in deiner Gemeinde bei 400% liegt oder drunter liegt, dann kannst du tatsächlich die gesamte gezahlte Gewerbesteuer in deiner Einkommensteuererklärung anrechnen. Wenn der Hebesatz deiner Gemeinde über 400% liegt, dann kannst du leider nur 400% anrechnen. Und das, was darüber hinausgeht, ist dann tatsächlich für dich mehr Steuerbelastung. Und diese Berechnung, die die Gemeinde vornimmt, aus dem Gewerbesteuermessbetrag und dem Hebesatz, daraus erstellen sie einen Gewerbesteuerbescheid. Und diesen Gewerbesteuerbescheid, den bekommst du dann von deiner Gemeinde. Und daraus ergibt sich dann für dich eine Nachzahlung oder halt auch eine Erstattung. Hinweis an der Stelle, in einigen Gemeinden ist das Ganze so, dass die Berechnung der Gewerbesteuer auch von den Finanzämtern übernommen wird. Das heißt, einige Gemeinden haben gesagt, naja, wir haben ja das Finanzamt, warum sollten wir uns jetzt auch nochmal mit Steuerberechnung irgendwie beschäftigen? Lass doch einfach das Finanzamt das Ganze machen. Und mit diesen einleitenden Worten und dieser Erklärung wechseln wir einmal auf meinen Bildschirm und wir schauen uns einfach mal die Gewerbesteuererklärung gemeinsam an. Wir befinden uns auf der Startseite von Elster Online, das heißt, wir sind hier eingeloggt, wir sehen hier oben einmal Elster Online, ihr Online-Finanzamt, und auf der linken Seite sehen wir den Menüpunkt Formulare und Leistungen. Und dann gehen wir hier einmal auf alle Formulare und dann sehen wir alle Formulare, die wir bei Elster Online ausfüllen können, und zu allen Formularen gehört natürlich auch die Gewerbesteuer, die wir hier finden. Das Ganze klappen wir einmal aus und dann finden wir hier auch die Gewerbesteuererklärung, das heißt die Gewerbesteuer 1a. Und da klicken wir einmal drauf, dann wählen wir das Jahr aus. Wir machen jetzt hier in diesem Video die Gewerbesteuererklärung für das Jahr 2023.
und klicken weiter. Hier hast du die Möglichkeit, die Daten aus dem Vorjahr zu übernehmen. Das heißt, wenn du im letzten Jahr mit Elster Online schon die Gewerbesteuererklärung gemacht hast, dann kannst du einfach die Daten aus dem letzten Jahr jetzt quasi auf dieses Jahr kopieren. Das ergibt vor allem deswegen Sinn, weil sich wahrscheinlich dein Name nicht geändert hat, deine Adresse nicht geändert hat, deine Steuernummer nicht geändert hat und so weiter. Das heißt, du kannst einfach diese ganzen Informationen, die du auch letztes Jahr schon eingetragen hast, einfach auf das aktuelle Jahr kopieren. Da ich in diesem Account noch keine Gewerbesteuererklärung gemacht habe, klicke ich einfach auf ohne Datenübernahme fortfahren. Kannst du natürlich auch machen. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Gewerbesteuererklärung auszuwählen und bestimmte Anlagen. Diese Anlagen sind Sonderfälle, auf die ich jetzt hier in diesem Video nicht eingehen möchte. Wenn du da bestimmte spezifische Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Oder kleiner Hinweis, du gehst auf ChatGPT, suchst innerhalb von ChatGPT mal den Custom GPT, Elster GPT. Elster GPT kann dir tatsächlich nämlich bei Elster Online helfen. Das heißt zum Beispiel bei deiner Gewerbesteuererklärung in Elster Online und dann kann dir Elster GPT deine Fragen beantworten oder halt einfach ich im Kommentarbereich. Das heißt, wir wählen hier einfach erstmal die Gewerbesteuererklärung aus und klicken dann auf Weiter. Und dann sehen wir das altbekannte Interface von Elster. Das heißt, hier oben sehen wir einmal die drei Reiter, die wir jetzt durcharbeiten. Erstmal geben wir eine ganze Reihe an Daten ein, dann können wir das Ganze noch einmal prüfen und dann können wir das Ganze direkt an das Finanzamt übermitteln. Und hier auf der linken Seite sehen wir die Formularstruktur. Das heißt, wenn wir hier auf diesen Kreis mit diesen drei Strichen klicken, sehen wir einmal das gesamte Formular der Gewerbesteuererklärung. Wir sehen also, vor uns liegen 21 einzelne Bereiche. Das macht erstmal ordentlich Eindruck. Ich möchte an der Stelle aber schon mal ganz ausdrücklich sagen, vieles davon betrifft dich nicht, wenn du ein ganz normaler Einzelunternehmer bist, der ein laufendes Unternehmen hat, eine laufende Selbstständigkeit hat, dann werden wir hier vieles überspringen, aber wir schauen uns natürlich auch alle Felder einzeln gemeinsam an. Und wir starten mit der Startseite des Formulars und da geht es erstmal so um die wichtigsten Stammdaten. Und zwar hast du hier oben, wie in jedem Elster Online Formular, die Möglichkeit, Daten aus deinem Profil zu übernehmen. Wir haben ja eben schon mal über Datenübernahme gesprochen, da ging es quasi darum, das Vorjahr zu kopieren, um es mal ganz einfach zu sagen. Du kannst aber auch bei Elster Online in deinem Elster Online Profil viel Informationen hinterlegen, also Adresse, Steuernummer und so weiter. Und dann kannst du quasi in jeder Steuererklärung die Informationen, die Daten aus deinem Elster Online-Profil übernehmen. Dann musst du das nicht in jedem einzelnen Formular, also der Einkommensteuererklärung, Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Umsatzsteuervoranmeldung, zusammenfassende Meldung und so weiter, alles immer einzeln eintragen, sondern kannst du diese Daten einfach immer hier übernehmen. Ich mache das Ganze jetzt hier an der Stelle nicht, weil wir wollen ja hier an der Stelle jedes einzelne Feld einfach einmal sehen und durchsprechen. Und im nächsten Feld, ganz wichtig, trägst du deine Steuernummer ein. Und hier geht es um die, wie hier schon steht, Betriebssteuernummer. Du hast unter Umständen ja eine ganze Reihe an Steuernummern. Ich verlinke dir dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung ein Video. Du hast unter Umständen deine persönliche Steuer-ID. Du hast eine Umsatzsteuer-ID. Und du hast eine normale Steuernummer für deine Einkommensteuererklärung. Unter Umständen hast du auch noch eine weitere Steuernummer für deine Betriebssteuerarten. Das hast du immer dann, wenn du woanders wohnst, als du deine Selbstständigkeit ausübst. Dann hast du eine Steuernummer für deine privaten Steuerarten, also deine Einkommensteuererklärung, und eine andere Steuernummer für deine Betriebssteuerarten. Dann musst du hier die Betriebssteuernummer angeben, wenn du keine zweite normale Steuernummer hast. Das ist in den meisten Fällen so, wenn du einfach zu Hause deine Selbstständigkeit angemeldet hast, dann hast du nur diese eine Steuernummer. Und diese eine Steuernummer, die findest du zum Beispiel auf deinem letzten Gewerbesteuerbescheid, aber wenn du da arbeitest, wo du wohnst, dann kannst du auch auf den letzten Einkommensteuerbescheid schauen oder dem Umsatzsteuerbescheid. Die besteht aus einer Zahl, die immer so von Schrägstrichen voneinander getrennt ist. Wenn wir hier zum Beispiel mal das Bundesland auswählen, dann sehen wir genau das Formular. Das heißt, hier haben wir immer so Schrägstriche in der Mitte und die trägst du dann hier ein. Und wenn du das gemacht hast, dann gehst du auf die nächste Seite. Und dann siehst du auf der nächsten Seite, ja, ich würde mal sagen, in voller Pracht noch einmal die gesamte Gewerbesteuererklärung. Hier wollen wir uns nicht so wahnsinnig lang aufhalten und gehen direkt auf die nächste Seite und in den ersten Bereich rein. Und da sind die Fragen noch relativ einfach. Da musst du nämlich als erstes hier erstmal reinschreiben, wie heißt eigentlich dein Unternehmen? Wenn du Einzelunternehmer bist, dann heißt dein Unternehmen in den allermeisten Fällen so wie du. Das heißt, dann schreibst du hier einfach deinen Namen rein und dann hast du irgendwann ja mal einen Tätigkeitszweck, einen Gegenstand des Unternehmens angegeben, irgendwann mal bei der Gewerbeanmeldung. Das Ganze schreibst du hier rein oder du schaust in der letzten Gewerbesteuererklärung, wenn du hier die Datenübernahme
ausgewählt hast, entsteht hier auch schon was. Und wenn du das nicht aktiv umgemeldet hast, dann gilt hier genau das Gleiche, wie du im letzten Jahr auch schon eingetragen hast. Im nächsten Bereich geht es um die Rechtsform und die Art der Tätigkeit. Und das ist ein hervorragendes Beispiel, warum die Gewerbesteuererklärung ja so wahnsinnig umfangreich aussieht, aber in den meisten Fällen für dich die meisten Felder halt keine Relevanz haben. Und zwar nehme ich dieses Video ja, wie alle Videos auf diesem Kanal, in erster Linie für Einzelunternehmen auf. Und jetzt lesen wir hier oben einfach mal die erste Zeile. Der Gewerbebetrieb wird als Einzelunternehmen betrieben. Das heißt, wenn das zutrifft, hier einmal bei Feld 10 einen Haken setzen und damit können die meisten von euch all das hier ignorieren. Aber diese Gewerbesteuererklärung, und das muss man sich vor Augen halten, die wird von jedem Gewerbebetrieb in Deutschland ausgefüllt. Das heißt, auch der VW-Konzern, der in Deutschland natürlich Gewerbesteuer zahlen muss, in wahrscheinlich Wolfsburg, der muss dieses Formular tatsächlich ausfüllen oder halt irgendeinen Steuerberater für die. Und das Ganze sieht man, wenn man hier bei Feld 14 einfach mal anschaut, welche Rechtsformen denn hier überhaupt möglich sind. Das sind ganz offensichtlich eine ganze Menge. Das Ganze kann also super kompliziert werden, wenn ihr ein großes Unternehmen seid mit mehreren Niederlassungen. Oder zum Beispiel auch, wenn ein Hausgewerbe betreibt oder ein Reisegewerbe. Oder aber, wenn sich das Einzelunternehmen, also ihr euch, unterjährig für einen Rechtsformwechsel entschieden habt. Also wenn du dein Einzelunternehmen im entsprechenden Jahr, also in dem Fall im Jahr 2023, zu einer GmbH gemacht hast oder du eine OHG oder eine GbR zu GmbH gemacht hast und so weiter, dann musst du hier noch zusätzliche Informationen eintragen. Ich gehe mal stark davon aus, wenn du dich mit dem ganzen Thema Umfirmierung beschäftigt hast, dann hast du hoffentlich einen Steuerberater, der dir denn dabei hilft, hier auch die richtigen Felder auszuwählen. Dann müsstest du halt noch einmal auswählen, was die Informationen des vorherigen Unternehmens waren. Wenn das Ganze auf dich nicht zutrifft, dann reicht tatsächlich der Haken hier oben bei Feld 10 und wir klicken einfach auf nächste Seite. Und die nächste Seite, die sollte in den allermeisten Fällen für dich auch nicht relevant sein. Hier geht es nämlich um ergänzende Angaben zur Steuererklärung. Also, wenn du eine Erklärung zu deiner Steuererklärung abgeben möchtest, also wenn du bestimmte Sachverhalte aus deiner Steuererklärung noch erläutern möchtest, beispielsweise die Umfirmierung, warum du da bestimmte Entscheidungen getroffen hast, warum du bestimmte Dinge wie angesetzt hast und so weiter, dann hast du hoffentlich einen Steuerberater, der dir dabei hilft, aber dann kannst du hier dem Finanzamt nochmal bestimmte Informationen oder Wahlrechte erläutern, damit das Finanzamt weiß, wie bestimmte Dinge gehandhabt werden sollen. In den allermeisten Fällen trägt man hier einfach gar nichts ein und dann gehen wir einfach direkt in den nächsten Bereich, und zwar in den vierten Bereich. Hier geht es nämlich um die Mitteilung von grenzüberschreitenden Steuergestaltungen. Und auch da würde ich dir ganz dringend raten, wenn für dich grenzüberschreitende Steuergestaltungen ein Thema sind, dann hast du dich darüber hoffentlich eingängig informiert und hast einen Steuerberater oder einen Rechtsanwalt, mit dem du solche Steuergestaltungen machst. Und dann kann dir diese Person hoffentlich genauer sagen, was du hier jeweils eintragen musst. Wenn du davon noch nie gehört hast, dann ist das auch in Ordnung. Dann überspringst du nämlich auch den vierten Bereich und gehst direkt in den fünften Bereich und dann kommst du zu Angaben zum Gewerbebetrieb. Das heißt, zu einem Bereich, der wahrscheinlich auch wieder für dich etwas relevanter sein sollte. Im ersten Bereich geht es hier um Betriebsstätten. Betriebsstätten könnte man umgangssprachlich übersetzen mit Niederlassungen oder Standorten. Das heißt, wenn du beispielsweise eine Bäckereikette hast mit 20 Bäckereifilialen, dann musst du ja für jede einzelne Filiale, wenn sie zumindest in unterschiedlichen Gemeinden sind, eine eigene Erklärung abgeben. Dann müsstest du hier zum Beispiel in Feld 26 auswählen, bei Betriebsstätten bestanden im Kalenderjahr 2023 in mehreren Gemeinden, würdest du ja sagen. Wenn du einfach Webdesigner bist oder wie ich einfach Videos erstellst, die du dann im Internet veröffentlichst oder Programmierer bist oder Berater bist und einfach der Sitz deines Unternehmens bei dir zu Hause im Arbeitszimmer beispielsweise ist, dann hast du ja nicht mehrere Niederlassungen, Filialen und so weiter, dann wählst du hier einfach Nein aus. Es gab keine Betriebsstätten. Wenn deine Betriebsstätten so groß sein sollten, dass sie in mehreren Gemeinden liegen, dann musst du hier auch Ja auswählen. Ansonsten wählst du auch hier einfach Nein aus. Dann könnte es ja unter Umständen sein, dass du Betriebsstätten verlegt hast, also einen Umzug hattest, dann wählst du hier Ja aus. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt es hier auch bei Nein. Wenn du umgezogen bist, also eine Betriebsstätte verlegt hast, dann musst du hier nochmal mehrere Angaben machen, zum Beispiel, wann ist das Ganze passiert und wer ist eigentlich vorher für diese Betriebsstätte verantwortlich gewesen? Also wo war die Betriebsstätte vorher und wo ist sie jetzt, damit das Finanzamt das nachvollziehen kann, von wo nach wo, wann genau umgezogen worden ist. Wenn du, wie du sagst, einfach
immer zu Hause gemeldet warst und gearbeitet hast, dann sagst du hier dreimal Nein und gehst zum nächsten Bereich. Im nächsten Bereich geht es um die Hebenummer. Das ist nicht deine Steuernummer, sondern das ist die Steuernummer der Gemeinde. Das kannst du entweder googeln, indem du einfach Hebenummer, Steuernummer deiner und dann die Gemeinde googelst, oder du schaust einfach auf die letzte Gewerbesteuererklärung. Da steht diese Hebenummer nämlich in der Regel auch drauf. Meine persönliche Erfahrung ist aber auch, wenn du gerade gegründet hast und diese Hebenummer einfach nicht kennst, dann kannst du dieses Feld auch einfach leer lassen. Ich habe noch nie mitbekommen, dass es da Probleme gab, wenn du das Ganze einfach leer gelassen hast. Diese Information findet das Finanzamt im Zweifel auch ohne deine Hilfe heraus, wenn du einfach immer an einer Adresse gemeldet warst, weil dann ist die Gemeinde ja relativ einfach und dann findet das Finanzamt die Information schon raus. Und auch Elster Online gibt einem da keine Fehlermeldung, wenn du dieses Feld einfach leer lässt. Wenn du im letzten Jahr gegründet hast oder unter Umständen mit deiner Selbstständigkeit aufgehört hast, dann werden für dich diese Felder 34 und 35 relevant. Denn hier musst du eintragen, wenn du eine Tätigkeit begonnen hast, dann schreibst du hier das Gründungsdatum rein. Also zum Beispiel 1.7.2023. Das gleiche gilt natürlich, wenn du letztes Jahr mit deiner Selbstständigkeit aufgehört hast, dann schreibst du hier das Datum deiner Abmeldung rein. Das heißt beispielsweise November 2023, dann ist das ja deine letzte Gewerbesteuererklärung, die du abgibst, aber das musst du hier halt einmal angeben, dass es denn auch die letzte war. Im nächsten Bereich geht es um die Organschaft. Organschaft ist auch ein umfangreiches Thema und wird auch auf die allermeisten von euch nicht zutreffen. Bei Organschaften geht es immer darum, wenn man mehrere Unternehmen hat, die irgendwie zusammengehören. Wenn du einfach nur ein Einzelunternehmen hast, dann hast du das Ganze nicht und kannst diesen ganzen Bereich Organschaft tatsächlich auch leer lassen und auf die nächste Seite klicken. Im nächsten Bereich geht es um deinen Gewinn aus Gewerbebetrieb. Du hast ja unterjährig wahrscheinlich zumindest eine Buchhaltung gemacht und jetzt hast du eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, du hast alle Betriebseinnahmen zusammengerechnet, davon alle Betriebsausgaben abgezogen und unterm Strich hast du einen Gewinn. Und bisher haben wir in dieser Gewerbesteuererklärung, also in den ersten 5 Bereichen, ja nur Angaben gemacht zu deiner Rechtsform, zu deiner Struktur, zu Betriebsstätten, zu Organschaft und so weiter und noch nirgendwo angegeben, wie viel Gewinn du eigentlich gemacht hast. Und das machst du hier ganz oben in Feld 39. Gewinn aus Gewerbebetrieb vor Anwendung des § 7 und so weiter. Hier schreibst du unterm Strich einfach nur den Gewinn, also das, was du ermittelt hast, im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung rein. Zum Beispiel 30.000 Euro. Wenn du übrigens in einem Jahr einen Verlust gemacht haben solltest, dann schreibst du hier einfach nur ein Minuszeichen davor. Das ist übrigens extrem wichtig, dass du das machst, denn dann bekommst du nämlich einen Gewerbesteuerbetrag mit einem negativen Einkommen. Und diese Verluste kannst du tatsächlich verrechnen in anderen Jahren. Das heißt, das ist für dich wie so eine Steuergutschrift. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du einen Verlust gemacht haben solltest in einem Jahr, dann sollte es in deinem Interesse liegen, dass du eine Gewerbesteuererklärung abgibst, weil das für dich wie eine Steuergutschrift für die nächsten Jahre ist. Und die meisten anderen Felder hier auf dieser Seite sind für dich als Einzelunternehmen wieder nicht relevant. Ich habe es euch gesagt, wir überspringen in der Gewerbesteuererklärung wahnsinnig viel. Und zwar sehen wir hier das Ganze schon. Nur bei Personengesellschaften, auch wieder nur bei Personengesellschaften. Dann gibt es unter Umständen Einkünfte, die von der Gewerbesteuer befreit sind. Wenn das bei dir der Fall sein sollte, dann weißt du das Ganze hoffentlich. Dann musst du hier einmal eintragen, welche Art der Befreiung, also § 3 Gewerbesteuergesetz, aber genau wo. Das heißt, welche Nummer in § 3 befreit eigentlich deine Gewinne, deine Umsätze von der Gewerbesteuer? Das heißt, hier schreibst du rein, welcher Paragraph gilt und hier drunter schreibst du dann rein, wie hoch der Gewinn ist. Also wie hoch ist der Gewinn, der von der Gewerbesteuer befreit ist. Das machst du dann hier. In der Regel weißt du, wenn deine Umsätze und Einkünfte quasi von der Gewerbesteuer befreit sind. Und hier unten gibt es noch so ganz besondere Fälle, wie zum Beispiel Gewinne des wirtschaftlichen Geschäfts Betriebs nach § 15 und dann geht es hier um das Investmentsteuergesetz. Die meisten von euch haben hier einfach gar nichts. Das heißt, wenn du nicht irgendwie irgendwelche Besonderheiten hast, von denen du dann hoffentlich weißt, dann überspringst du das Ganze einfach und klickst auf nächste Seite. Und wenn du da zu irgendeinem Feld Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Bei der Gewerbesteuer versteuerst du aber nicht deinen Gewerbeertrag, also den reinen Gewinn, sondern es gibt zum Gewerbeertrag auch noch Hinzurechnungen und Kürzungen. Die Hinzurechnungen sind
Dinge, die du in der Buchhaltung als Betriebsausgabe geltend gemacht hast, die du jetzt aber hier in der Gewerbesteuer wieder zu deinem Gewinn dazurechnen musst. Das bedeutet unterm Strich, diese Ausgaben darfst du tatsächlich nicht von der Steuer absetzen, also von der Gewerbesteuer, von der Einkommensteuer schon, weil in der laufenden Buchhaltung konntest du diese Kosten absetzen, aber hier in der Gewerbesteuer musst du den berechneten Gewinn um diese Kosten wieder erhöhen. Das heißt, sie sind nicht abziehbar. Das sind vor allem Finanzierungskosten, also Zinsaufwendungen, Leasingkosten und so weiter. Das heißt, die kannst du nicht von der Steuer absetzen, also von der Gewerbesteuer. Da sagst du bestimmt, das klingt wahnsinnig ungerecht. Und das mag tatsächlich auch so sein. Du solltest aber im Hinterkopf behalten, hier gibt es einen Freibetrag von 200.000 Euro. Das heißt, das Ganze kommt erst zu tragen, wenn du Finanzierungskosten hast, die über 200.000 Euro pro Jahr liegen. Und das sind tatsächlich die Finanzierungskosten. Also die reinen Tilgungskosten, die kannst du sowieso nicht von der Steuer absetzen, sondern sind wirklich Zinsaufwendungen und Leasingkosten von über 200.000 Euro. Dann kannst du sie nicht geltend machen. Wenn deine Finanzierungskosten unter 200.000 Euro pro Jahr liegen, dann kannst du sie auch von der Steuer absetzen. Und diese Hinzurechnungen, die trägst du hier im siebten Bereich ein. Das heißt hier einmal Entgelte für Schulden, also Zinsen beispielsweise, Renten und dauernde Lasten, Gewinnanteile an stille Gesellschafter, wenn du stille Gesellschafter haben solltest, denn Miet- und Pachtzinsen einschließlich Leasingraten für Elektrofahrzeuge, das heißt, wenn du zum Beispiel ein Elektrofahrzeug finanzierst, dann musst du das Ganze hier eintragen und so weiter. Diese ganzen Finanzierungskosten, die musst du einmal jetzt aus deiner Buchhaltung raussuchen, aus den jeweiligen Buchungskonten und hier jeweils eintragen. Der zweite Bereich, der sollte für die meisten von euch nicht relevant sein, da geht es um Finanzierungsanteile für ein zweites im Erhebungszeitraum endendes Wirtschaftsjahr. Das heißt, wenn dein Wirtschaftsjahr nicht identisch ist mit deinem Kalenderjahr, dann kann ich dir übrigens nicht empfehlen, aber wenn das so der Fall wäre, dann müsstest du diese Felder nochmal ausfüllen für das zweite Wirtschaftsjahr, was im Jahr 2023 geendet hat. Dann gibt es hier noch Hinzurechnungen für Kommanditgesellschaften auf Aktien, solltest du wahrscheinlich auch nicht haben, und Anteile am Verlust von in- oder ausländischen Personengesellschaften. Auch hier ganz, ganz wichtig, bei solchen Beteiligungen geht es natürlich um die Beteiligung, die du im Betriebsvermögen hältst, also im Rahmen deiner Selbstständigkeit. Wenn du da Anteile an in- oder ausländischen Personengesellschaften hältst, dann musst du das hier angeben. Wenn du privat irgendwelche Beteiligungen hältst, dann gibst du die nicht hier in der Gewerbesteuererklärung an. Und ja, das war es im Wesentlichen eigentlich auch und damit gehen wir zur nächsten Seite. Und hier geht es um Gewinne aus Anteilen an bestimmten Körperschaften. Auch das ist ehrlicherweise weniger üblich, aber hier musst du unter Umständen Angaben machen, wenn, ganz, ganz wichtig, du im Betriebsvermögen zu deiner Selbstständigkeit Anteile an diesen Körperschaften hältst. Das heißt, wenn du das hast, dann trägst du hier jeweils ja, deine Beteiligungen an und die Angaben, die du da zu machen hast, wird auf 99% von euch nicht zutreffen. Und deswegen gehen wir zum nächsten Bereich und zwar den Kürzungen. Kürzungen sind also quasi das Gegenstück von den Hinzurechnungen. Hinzurechnungen erhöhen ja den Gewinn für die Gewerbesteuer und damit auch die Gewerbesteuer. Die Kürzungen sind das Gute. Die Kürzungen reduzieren nämlich meinen Gewinn aus Gewerbebetrieb und reduzieren damit auch meine Gewerbesteuerbelastung. Und du kannst Kürzungen vornehmen, wenn du im Betriebsvermögen Grundbesitz hast. Also Grundstücke, Häuser und so weiter. Wenn du die im Betriebsvermögen hältst, dann kannst du hier tatsächlich Kürzungen vornehmen. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Überlege dir wirklich gut, ob du Grundstücke und Häuser generell im Betriebsvermögen halten möchtest. Das hat nämlich steuerlich an anderer Stelle große, große Nachteile, weil denn die Veräußerung von diesem Grundbesitz Betriebseinnahmen sind, auf die du ja Steuern bezahlen musst. Deswegen, bevor du jetzt anfängst, irgendwie ein Grundstück dem Betriebsvermögen zuzuordnen, damit du hier Kürzungen vornehmen kannst, sprich unbedingt mit einem Steuerberater. Das Ganze hat weitreichende Konsequenzen und macht aus steuerlicher Perspektive in den seltensten Fällen ehrlicherweise Sinn. Deswegen mach dir darüber Gedanken, aber wenn du im Betriebsvermögen Grundbesitz hast, dann kannst du sie hier ja, kürzen und damit Gewerbesteuer sparen. Dann siehst du hier einen Bereich, da geht es um Anteile am Gewinn von in- und ausländischen Personengesellschaften. Das heißt genau das Gegenstück, weil wir bei den Hinzurechnungen ja Verluste von in- und ausländischen Personengesellschaften hatten. Wichtig, hier geht es wieder nur um Beteiligung, die du tatsächlich auch im Betriebsvermögen von deinem Einzelunternehmen hältst. Warum musst du das überhaupt angeben? Du hast ja, wenn du eine Beteiligung hast an der Personengesellschaft, schon auf der Ebene der Personengesellschaft
Gewerbesteuer gezahlt. Und deswegen möchte der Gesetzgeber nicht noch einmal, dass du quasi auf Ebene der Beteiligungs-, der Gesellschafter nochmal Gewerbesteuer zahlen musst. Das heißt, wenn du Gewinn machst mit einer Personengesellschaft, dann zahlst du in dieser Personengesellschaft ja schon Gewerbesteuer. Und wenn du den Gewinn jetzt ausschüttest, quasi in das Betriebsvermögen deines Einzelunternehmens, dann soll dieser Gewinn da auf der Ebene nicht noch einmal mit Gewerbesteuer belastet werden. Und deswegen darfst du diese Gewinne aus Personengesellschaften dann kürzen, damit darauf halt keine Gewerbesteuer anfällt. Sollte auch für die meisten von euch eher die Ausnahme sein, aber wenn das der Fall ist, dann bitte hier eintragen. Und dann kommen wir noch zu einem Bereich, den ich auch erwähnenswert finde. Und zwar geht es um Zuwendungen, umgangssprachlich besser bekannt als Spenden oder Mitgliedsbeiträge. Wenn du ein Einzelunternehmen bist, dann kannst du in deiner Einkommensteuererklärung als Sonderausgabe Spenden absetzen. Das heißt, hier Spenden aus dem Betriebsvermögen heraus zu leisten, ist steuerlich gesehen meistens eher negativer für dich. Das heißt, das kann ich grundsätzlich nicht empfehlen. Aber wir erinnern uns, eine Gewerbesteuererklärung muss auch abgegeben werden von anderen Rechtsformen, wie zum Beispiel einer GmbH, also einer Kapitalgesellschaft. Und eine Kapitalgesellschaft hat keine Privatsphäre und macht auch keine Einkommensteuererklärung. Das heißt, eine GmbH kann auch nicht im Rahmen der Einkommensteuererklärung Spenden als Sonderausgabe absetzen. Das heißt, für eine GmbH ergibt es zum Beispiel Sinn, wenn diese GmbH Spenden leistet, das Ganze hier zu kürzen. Das heißt, damit die Gewerbesteuer zu reduzieren. Für dich als Einzelunternehmen ergibt das Ganze weniger Sinn, weil du als Einzelunternehmen deine Spenden einfach als Sonderausgabe in deiner Einkommensteuererklärung angeben solltest. Das heißt, Spenden hast du sowieso nicht aus dem Betriebsvermögen gezahlt, in den allermeisten Fällen zumindest. Wenn doch, dann trag das Ganze hier gerne ein. Und damit haben wir die Kürzung eigentlich auch schon ganz gut durchgesprochen und gehen auf die nächste Seite. Und im 10. Bereich haben wir auch wieder einige spannende Ausnahmefälle. Und zwar geht es hier um Handelsschiffe im internationalen Verkehr, um öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Wenn du das zufälligerweise bist, musst du hier noch Angaben machen. Wenn du das Ganze nicht bist, dann gehen wir direkt in den 11. Bereich. Und im nächsten Bereich geht es um Angaben in Organschaftsfällen. Ich habe das ganze Wort Organschaft eben schon mal kurz angesprochen. Bei einer Organschaft gibt es mehrere Unternehmen, die irgendwie miteinander verknüpft sind und da gibt es steuerlich einige Fallstricke und einiges zu beachten. Wenn du einfach nur ein Einzelunternehmen hast, dann bist du keine Organschaft und dann musst du hier auch nichts ausfüllen. Wir merken schon, wir landen in der Gewerbesteuererklärung gerade in einem Bereich, wo es nur noch von einem Sonderfall zum anderen Sonderfall geht und deswegen schauen wir uns mal die ganze Struktur an und gucken uns an, was gibt es denn da eigentlich noch. Und hier sehen wir auch in den nächsten Fällen geht es eigentlich von einem super spezifischen Fall zum nächsten. Das sind alles irgendwie Besonderheiten und Ausnahmen und so weiter, wie zum Beispiel negative Einkünfte aus der Veräußerung oder der Bewertung von Finanzinstrumenten oder Anteilen an einer Körperschaft. Dann geht es um vortragsfähige Gewerbeverluste, um Verlustfeststellung. Das könnte unter Umständen für dich relevant sein, wenn du in den letzten Jahren einen Verlust gemacht hast. Wenn du in dem Jahr, für das wir jetzt ja gerade die Steuererklärung machen, wenn du in dem Jahr einen Verlust gemacht hast, dann schreibst du diesen Verlust ja in Bereich 6 rein. Und zwar bei Gewinn aus Gewerbebetrieb, indem du hier einfach ein Minuszeichen vor der Zahl reinschreibst und damit erfasst du quasi deinen Verlust. Wenn du diesen Verlust aber in den folgenden Jahren verrechnen möchtest, dann kannst du dazu hier noch Angaben machen. Dann gibt es noch Sanierungserträge und ein paar Angaben, wenn du in Rechtsform wechselst und dann unter Umständen die Verluste mitnehmen möchtest und so weiter. Was du dir merken kannst, die Gewerbesteuer ist sehr geprägt von super spezifischen Regelungen für eine ganze Reihe von Ausnahmefällen, die du alle nicht hast, wenn du ganz normal als Einzelunternehmen ein relativ einfaches und übersichtliches Unternehmen hast. Dann musst du hier eigentlich ab Bereich 9 eigentlich auch nichts mehr ausfüllen. Und wenn du sowas hast, dann wünsche ich dir dringend, dass du einen Steuerberater hast, der dir dabei hilft und der dir auch dann dabei helfen kann, das Ganze in der Gewerbesteuererklärung vernünftig zu erklären. Wenn du keinen Steuerberater hast, dann schau mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Ich helfe dir nämlich gerne, einen passenden Steuerberater zu finden. Und damit kommen wir vielleicht auch direkt zum letzten Bereich, und zwar Bereich 21, nämlich zu dem Bereich Mitwirkung bei der Anfertigung der Steuererklärung. Da schreibt ihr jetzt bitte nicht
reinen Steuerfit für Selbstständige YouTube-Kanal, sondern hier schreibst du den Steuerberater, der dir dabei geholfen hat, diese Steuererklärung zu machen. Ehrlicherweise trägst du das meistens nicht ein, weil wenn du einen Steuerberater hast, dann wird in der Regel dein Steuerberater diese Gewerbesteuererklärung machen und damit bist du dann tatsächlich auch am Ende. Das heißt, du kannst hier unten auf alles prüfen gehen, dann kannst du dir alles nochmal anschauen, was du da eingetragen hast und dann kannst du das mit einem Klick direkt an das Finanzamt übermitteln und dann geht dieser ganze Prozess, den ich am Anfang des Videos erklärt habe, so seinen Gang. Das heißt, dass das Finanzamt jetzt erstmal einen Gewinn ermittelt und damit den Steuermessbetrag ermittelt und der wird dann dir mitgeteilt und der Gemeinde und so weiter. Wenn du es vergessen hast, guck nochmal den Anfang von diesem Video an. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen. Wenn du noch Fragen hast, was ich mir vorstellen kann, weil es in der Gewerbesteuer einfach so wahnsinnig viele Ausnahmen und Ausnahmen von der Ausnahmen und Ausnahmen von den Ausnahmen und so weiter gibt, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du eine Software brauchst, die das Ganze ein bisschen einfacher macht oder einen Steuerberater, der das Ganze für dich übernimmt, dann schau dir mal meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung an oder einfach direkt hier. Oder du schaust zur Ablenkung beispielsweise einfach ein nächstes Video auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.